Hallo. Ist das noch gar nicht los? Ach doch, es geht los. Hallo. Also, heute erzählen wir über die heutige Situation von Shotokan Karate. Okay, also, ja, wer sind wir überhaupt? Andy Senf, Grüngott, Shotokan Karate. Ich bin Braungott, Shotokan Karate auch, selber Verein. Okay. Professionell. Wir sind totale YouTuber. Profis, wie ihr sehen könnt. Also. Worüber wollen wir denn heute sprechen, Ruslan? Erzähl. Ja, also. Wir machen Karate schon sehr lange. Schon über 10 Jahre. Und uns ist sehr extrem aufgefallen, also früher gar nicht so, aber seit wie lange geht's so ungefähr? Wann ist es uns aufgefallen? Ja, 2 Jahre. Echt? 2 Jahre? Ja, okay. 2 Jahre. Ja, dass Karate Shotokan ein bisschen verweichlicht ist, also irgendwie vom Original so abgedriftet ist, würde ich sagen. Und ja, dass es nicht mehr so kämpferisch ist und dass viele Karateka Selbstverteidigungskurse, wie ich gelesen habe, besuchen müssen, um wirklich zu lernen, dass sie, also wie sie sich verteidigen auf der Straße. Weil? Na, weil der Kampfsport, weil es jetzt ein Sport mehr oder weniger. Es heißt ja Kampfsport, Karate ist ein Kampfsport. Und genau so wird es aus meiner Sicht zumindest auch heutzutage interpretiert, eher als Sport. Und das bringt natürlich viele Probleme mit sich, was den sage ich mal, Kampfbezug, Selbstverteidigungsbezug mit sich bringt. Ja. Gerade diese extreme Shotokan, würde ich sagen, ist ein größtes Problem. Diese extrem unrealistisch langen Ausholbewegungen zum Beispiel. Und Faust immer genau, an der Hüfte, weit zurück. Und dieser Weg zum Gegner hin ist einfach viel zu lang, um in der Realität irgendwas machen zu können. Gerade dadurch, dass nur ein Arm immer vorne ist und ein Arm ist immer hinten. Ja, also ganz kurz, also Karate ist eigentlich eine Kampfkunst. Ist aber irgendwie verschiedene Zweige aufgeteilt worden in diesem Sportkarate, wie du erzählt hast. Und es gibt natürlich Vereine, die machen richtig gutes Karate-Shotokan. Aber es gibt auch Vereine, die machen diese Schönheit, tänzerische Karate, wo sie sich irgendwelche fantasiereiche Techniken oder Kombinationen vorstellen und das Ganze üben, was eigentlich gar nicht auf der Straße so funktionieren kann, wie vorgestellt mit dem Hikite hier Hand. Vor allem auch übertriebenes Formtraining. Nicht so. Ein Millimeter nach links. Ja, genau. Tiefer, immer schön tiefer. Immer so tief wie möglich, auch wenn der Hintern schon den Boden berührt. Immer tiefer. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht mal so gut, weil die Eltern sich immer darauf verlassen, ja, ich schicke mein Kind zum Kampfkunst. Karate ist ja die Kampfkunst überhaupt eigentlich. Also, wie man immer so sagt, es ist immer Klischee, ja, Karate ist die Kampfkunst irgendwie. Ja. Und da verlassen sich eben die Eltern drauf, dass ihr Kind eben die Selbstverteidigung lernt. Also, das Kind wird vielleicht gemobbt, ist vielleicht dick, irgendwas, zweifelt an sich selber. Also böse gesagt, vielleicht eine Mimose und da schicken sie ihr Kind zum Karate und denken, ja, aus dem Jungen wird ein Mann oder aus dem Mädchen eine richtige, knallharte Frau. Und dann passiert dann nichts außer Hand zurück, hier, ausholen, hier. Übertriebenes Tiefstehen, immer nur Luft, dieses Schattentraining, so. Ja, und die Hände immer schön unten oder hier so betrieben und nicht irgendwie oben. Nicht da, wo man so braucht, auf jeden Fall. Ja. Und die Frage ist halt, wie kann man wieder den Leuten das irgendwie klar machen? Vielleicht mal die Eltern so dazu bewegen, dass sie mal sich anschauen, was die Kinder überhaupt da trainieren oder den Lehrern oder den Trainer mal klar machen,
dass, ich meine, Karate sieht ja schön aus, die ganzen Katas, immer dieses 1, 2, 3, irgendwas. Aber hat ja mit Karate an sich ja nichts mehr zu tun. Na, so. Zumindest nichts mehr mit der Selbstverteidigung. Ach ja, ich habe ja Kata erwähnt, so ein japanischer Begriff und steht für Form. Im heutigen Sinne zumindest, ja. Ja, und da wird irgendwie sowas erzählt wie, ja, so ein imaginärer Kampf gegen viele Gegner. Aber eigentlich ist es so wie, Entschuldigung, wie so ein Buch, was von Meistern geschrieben worden ist, mit deren Weisheiten, deren Techniken, die haben jahrelang für diese Kata trainiert, diese Bewegungsabläufe. Und wie man sagt, hatten die Katas früher irgendwelche Geheimnisse in sich, keine Ahnung welche. Also, sonst wären sie ja keine Geheimnisse. Und da wollte einer, also Itoso, richtig ausgesprochen? Itoso, ja. Itoso Anko oder Itoso, wie heißt er auch? Yoshi? Yoshitatsu? Oh, Yoshitatsu. Yosotatsu. Ist egal. Irgendwie sowas. Japaner. Damals Okinawa. Genau, noch nicht Japaner, genau. Ja, genau, Okinawa. Im jetzigen Japan. Genau. Und der wollte es der breiten Masse zeigen und vorstellen, der wollte halt den Karate trainieren, aber ohne die Geheimnisse. Keine Ahnung, wieso, ohne die Geheimnisse, ich weiß es nicht. Nur damit es einfach ist, eben für die breite Masse. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann mir ja nicht vorstellen, was das für Geheimnisse sein können. Vielleicht irgendwas Mystisches, irgendwas. Da kann sich jeder irgendwie was denken. Ja. Und nach wurde es immer mehr verändert. Mehr und mehr und mehr. Und es gab irgendwie Shotokan-Karate, Kyokushin, wie sind die ganzen anderen... X Millionen verschiedene Stilrichtungen. Ja, tausend echt. Guji Ryu oder so. Kenpo Karate, ist amerikanische. Und an sich sind es ja immer dieselben Techniken. Geh du mal weiter. Ich mach hin und an sich sind es immer dieselben Techniken. Hast du angefangen? Aber du meinst, die Ausbildung ist unterschiedlich in den Stilrichtungen und. Ja, und dieses Kampfverhalten. Ich meine, man kann es echt nicht bestreiten, das Kyokushin ist das effektivste Karate. Und Sigmund... Einen Moment, ich mache mal kurz Pause. Da sind wir wieder. Konnichiwa. Konnichiwa. Wo waren wir stehen geblieben? Verschiedene Stile, Ausführung der Techniken, genau. Und vor allen Dingen... Kampfeswillen, genau. Kampfesausführung, Training innerhalb der Stile. Ja, und ich. Kyokushin Karate. Ich meine, das ist, seien wir ehrlich, Kenpo Karate und Kyokushin Karate sind die effektivsten. Also Kenpo Karate ist ein bisschen mehr Kickboxerisch. Damit kenne ich mich nicht aus. Kyokushin Karate, hast du das schon gesehen? So, ja. Kämpfe? Ich meine, das sind eigentlich immer dieselben Techniken an sich. So. Aber. Kyokushin Karate, die härten sich ab, schlagen ordentlich im Pratzen ein und im Körper ein, trainieren viel mehr, haben viel mehr Kampfgeist. Also die kämpfen viel mehr, darum können sie auch besser kämpfen. Richtig. Während viele andere Stile nur so in die Luft schlagen und penibel auf Millimeter Faust Richtung. So. Ja, genau, oder... So ein Zeug eben und immer nur Kata. Das ist eigentlich ziemlich schön, aber... Naja, das Kata sehe ich jetzt nicht so das Problem. Es ist ja in Ordnung, das zu machen, Kata-Training. Ja. Auch Kion-Training und das dem, was dazugehört halt noch Kumite und ein bisschen Bunkai. Also Kata-Anwendung, aber was halt fehlt, ist dieses zusätzliche Kampftraining. Ja, und vor allem diese Konzentration aber auch. So, richtig. Weil oftmals trainiert man einfach viel zu lasch, viel zu... Gelächter hier, Kicher dort. Und ja, viele gehen halt auch nur hin, einfach nur um einen Sport zu machen, irgendwie sich zu bewegen. So ein bisschen oder hobbymäßig. Das ist ja auch in Ordnung, sage ich mal. Aber trotzdem finde ich, dass es schon mal ein wichtiger Schritt wäre, tatsächlich, man geht in das Dojo rein, man kann von mir aus auch noch ein bisschen reden und dann, sobald man sich hinsetzt, und das heißt Mokso,
und irgendwann wieder Mock Soyame. Genau. Und also im Cesar, in diesem Sinne. Im Cesar, genau. Dann noch natürlich Shomeniri, Sesniri und Otaganiri. Und nach dem Aufstehen, ab diesem Punkt eigentlich schon komplett Konzentration. Ja, das stimmt. Also, das merkt man aus. Das haben wir beide gemerkt. Und zwar, wenn wir alles ordentlich machen, mit Konzentration, Respekt, alles verbeugen, tief, die Herzer trainieren, so. Auch wenn wir Schmerzen haben, während Partnerübungen oder so, machen wir trotzdem volle Kanüle weiter. Ja. Und, es ist einfach da viel besser. Aber, da war einfach nur so trainiert von wegen, ja, cool, mache ich eine Kata, gucke ich immer so in alle Richtungen, mache ich nur komische Bewegungen à la hier 1 und 2 und bla bla bla, genau. Und ganz wichtig, nicht 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3. Ja, drei. Ja, sowas bescheuertes. Nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, immer dieses, ja, schön ist und bla bla, weil es sollte eigentlich effektiv sein, oder? Ich meine... Na, es könnte ja beides sein. Man könnte ja das realisieren, indem man das vernünftig anwendet und vor allen Dingen auch schon in der Grundschule, sag ich mal, also jetzt in der Karate-Grundschule, anfängt auch das tatsächlich irgendwo anzuwenden. Auch mal gegen Pratzen oder sowas zu schlagen. Ja, ja. Damit gerade, wenn auch Kinder anfangen, so erstmal einen Widerstand spüren. Gerade ja, wir stimmt. Zwei haben mal gemerkt, dass wir dann mal mit Matten oder so richtig stark zugeschlagen haben oder getreten haben. Wie schwach eigentlich das Handgelenk ist oder so, die Faust tut weh, man knickt. Das geschieht alles. Mega schnell, mega. Ich meine, wenn man so in die Luft fliegt, denkt man sich, oh Mann, bin ich so hardcore, stark und schnell. Aber wenn man so wirklich irgendwo reinschlägt, so einen harten Bauch oder so Matte oder irgendwo hin, dann merkt man auf einmal, wie schwach das Handgelenk ist. Oder wie unabgehärtet der Körper ist, genau. Ja, da wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema, zum Beispiel die Randoris, die Freikämpfer, dieser spielerische Kampf heißt es ja übersetzt, glaube ich, Randori. Ich weiß es gar nicht. Naja, freies Kämpfen heißt ja eigentlich Tio-Komite. Ja, also Sparring. 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 man kann es gar nicht so ordentlich machen, weil die ganzen Körper nicht abgehärtet sind. Man kann nicht ordentlich zutreten, man kann nicht ordentlich zuschlagen, weil immer Verletzungsgefahr ist. Immer überall. Aber wenn man nicht trainiert à la Liegestütze, Sit-Ups oder irgendwo hinschlagen, so ordentlich, dann wird es ja nie was. Und auf der Straße, seien wir ehrlich, die machen keinen Halt. Wenn man angegriffen wird, die schlagen ordentlich zu, ohne Hemmungen. Ich meine, wer einem irgendwie wirklich auf der Straße was tun will, der macht es auch. Und der hält dann nicht irgendwie an und sagt, hey... Nein, er sagt vorher, Oizuki Jodan. Aus. Er wartet aus Oss und danach. Nein, aber gerade beim Randori merkt man dann schon erstmal seine Grenzen auf. Die Probleme auch des Shotokan-Karates. Also in anderen Stilen wahrscheinlich auch so, aber wir können es jetzt hauptsächlich vom Shotokan-Karate sagen. Und man merkt, es funktioniert alles nicht, was man gelernt hat. Die Techniken sind viel zu weit, die Hand, das funktioniert nicht, wenn sie hinten ist. Man muss immer oben mit Deckung oben stehen, die Hände müssen vorne sein beim Gegner. Aber man merkt es nicht. Also wenn man so anfängt, da haben wir echt so ein Vertrauen, dass es alles funktioniert, weil man macht ja Karate. Genau. Und dann Vertrauen mit dem Trainer. Was halt, das, was er sagt, das wird schon stimmen. Er hat ja Ahnung. Aber sobald man es wirklich mal anwenden soll, auch wenn es wirklich wie nur im Randori ist, dann trifft man seine Grenzen. Gerade bei dir habe ich es gemerkt, weil du wesentlich schneller noch als ich bist. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Ja, da ging halt kein, okay, da kommt jetzt ein Oizuki Jodan. Das funktioniert einfach nicht mehr. Nee, das passt gar nicht mehr. Du stehst hier vorne, ja, genau. Vielleicht 30 cm von mir entfernt und deine Faust ist einfach so schnell da, dass ich gar nicht mehr dazu komme. Und immer wieder so auszuholen und noch zacken Uchido. Was bei uns immer ist, wir schlagen immer beide gleichzeitig zu. Genau. Aber das Problem ist, man steckt zu, man ist voll im Schlag drin, aber man denkt irgendwie gar nicht ans Blocken irgendwie. Das ist total seltsam. Und was ich im Training auch noch schlimm finde, ist, ich weiß nicht, wie das in anderen Vereinen ist, aber bei uns auch sehr häufig, dass irgendwelche unrealistischen, komischen Kombinationen geübt werden, wie man irgendwie kämpfen kann. Und dann mache ich das und dann das und dann hole ich hier hinten irgendwo am Ende der Welt raus. Genau, während der Gegner immer so dasteht. Genau, so der Gegner schlägt oder tritt mit Magiri und dann bleibt er stehen.
die nächsten 15 Sekunden oder so. Ja. Das ist aber nicht so. Man tänzelt um ihn herum und schlägt ihn ein paar Mal irgendwie. Und was ich zum Beispiel auch schade finde, dass heutzutage oft dieses dieser Schlag und Block getrennt wird. Das heißt, okay, ich, nee, warum nicht einfach ich? Ja, warum nicht eben so nah wie möglich eben. Ja, aber halt, dass wirklich man auch die Chance hat zum Angreifen. Aber man hat ja keine Chance, wenn man die ganze Zeit so hier blockt, dass ich immer Hikatege so macht und immer das hier lernt. Man muss dann wieder die Faust dahin machen. Es sei denn, man bleibt wirklich hier so stehen und macht hier und die Hand ist halt näher dran. Ich meine, entweder beides gleichzeitig oder... Oder was auch hilft, haben wir mal probiert, ist Doppelblöcke. Die machen irgendwie schneller. Ja. Also zack. Ich nie. Und dann einfach rein. Genau. Das funktioniert, weil man hat beide Hände vorne. Man kann auch beide Hände benutzen. Das funktioniert. Ja. Und deswegen hat Shotokan einfach nur so einen mega schlechten Ruf. Immer heißt es, ja, Muay Thai ist echt gut. Karate, Kyokushin ist gut, Judo, alles, Jiu-Jitsu, MMA, wenig nicht, weil es ja keine Kampfkunst an sich ist und Kampfsport. Ist ja nur so eine Regel, also Wettkampfregeln quasi, ich meine, ja. Ja, was gibt's noch, so Kudo, Sambo, alles so, war ordentlich kämpft, aber Karate schon kann. Da heißt es immer, ja, die machen gut nichts. Es ist Tanzen. Praktisch. Das ist echt. Also, das habe ich schon so mitgekriegt, dass er so einen Tanzruf hat, weil es eben wirklich um die Form geht. Der Zuki muss genau perfekt so sein, wie er im Lehrbuch steht. Der Senkutsudashi oder Kokutsudashi muss genau 70% hinten, 30% vorne und genau 90 Grad für die Füßen. Und wobei es echt ein Meister gibt wie Mikio Yahara, gell, und andere Kämpfer wie Sensei Kaze und alles. Die haben es echt drauf. Es gibt viele, die es wirklich das auch so schaffen mit Hikiti und alles. Natürlich, es ist kein Problem. Was man genug übt, kann man auch wirklich einsetzen auf der Straße. Aber das Problem ist, man muss wirklich Kämpfe machen. Man muss sich abhärten. Man muss auch ein bisschen Ausdauer trainieren, Körper trainieren. Also man muss ja keine dicken Bizeps oder irgendwas machen. Geile Gewichte. Also Gewichte stemmen braucht man ja gar nicht. Ja. Aber dass man eben stark ist, also stärker wird, Na und vor allen Dingen auch Reflextraining irgendwie in irgendeiner Form zu machen. Oh ja. Und, weil es bringt mir nichts, wir hatten das Thema heute schon mal, es bringt nichts, wenn ich solche Arme habe oder sonst wie schnell bin oder was weiß ich nicht alles oder Ausdauer habe wie ein Ochse, wenn ich nicht auf das, was mein Gegner macht, reagieren kann. Wie gesagt, die Angriffsdistanz ist sehr kurz und wenn er mich jetzt zum Beispiel schlägt und ich erst blocken kann, wenn er schon fast vor mein Gesicht ist, dann kann ich es vielleicht noch leicht abwenden, aber er trifft mich trotzdem mit, keine Ahnung, 90% Kraft oder so. Ja, bin ich auch erstmal bedient. Und das ist das Nächste, wenn du erstmal bedient bist. Ich meine, das ist ja ein mega Schock, wenn du noch nichts so im Gesicht gekriegt hattest. Ja. Weil so, was? Und dann erstmal gegen Kiel oder gegen Nase oder so. Dann kommt sein zweiter Schlag. Es ist nicht, wie man lernte gerade. Ich! Ja, und dann bleibt er stehen. Jetzt steht er so lange da, bis ich meine Kombination gemacht habe. Auf der Straße, die machen keinen Halt. Die schlagen nicht, also die schlagen wild drauf los. Ich meine, gut, es muss ja sogar nicht immer sein, dass es einfach so ein Normalo ist, der dich angreift. Stellt euch mal vor, euch greift ein professioneller Muay Thai, Kickboss, irgendwas an und will euch niedermachen, keine Ahnung, weswegen auch immer. Und was machst du da? Ich meine, als Karatekämpfer Shotokan, ich meine, du bist geliefert, du bist unabgehärtet, das Einzige, was du kannst, ist ein bisschen Kata tanzen und Kion à la hier und dann, keine Ahnung, Argo, irgendwas, so ein Blödsinn. Also im Endeffekt wird der Kampf ganz episch ausgehen, ihr werdet nämlich nicht etwa so hier machen und einfach nur rückwärts laufen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn er das überhaupt schafft, ich meine, wenn er eine Wand hinter uns, wir haben ein Kissen hinter uns, wenn er eine Wand hinter euch habt und er greift euch mega an und hier Knie und dann im Bauch und wirken hier mit dem hier im Unterarm. Ich meine, was will er denn von euch? Ich meine, wenn er euch so mega angreift, dann wäre er wahrscheinlich ja kein Geld an sich vielleicht, sondern eher vergewaltigen. Töten, ja. Verprügeln. Das ist so der Gedanke, den ich mal habe. Das könnte ja immer noch sein, dass jemand, keine Ahnung, eine Schlägerei oder so gibt es immer wieder mal. Aber wenn jemand wirklich kommt, dann will euch töten.
Ja. Was wollt ihr denn mit euren Karate, wenn sozusagen keine Selbstverteidigung mehr? Karate ist ja schön und gut, um die ganzen Techniken zu beherrschen und so weiter und so fort. Ja. Aber was bringen dir die Techniken, wenn du dann im echten Kampf dastehst und halt nur totale Blockade hast, weil du niemals irgendwie was trainiert hast? Ja. Weil du niemals kämpfen trainiert hast. Ich meine, man hat ja mega Angst. Ich meine, wenn es wirklich dazu kommt, also spreche ich aus Erfahrung, da hat man mega Angst, man hat alles vergessen. Ist ja egal, wer halt da ankommt. ich meine, da kommt jemand auf euch zu, muss auch nicht so mega Bulle sein, und nimmt euch einen Kragen, weswegen auch immer, und droht euch. Und da wisst ihr, es geht, scheiße, es geht los. Und, ihr habt alles vergessen, ihr habt euren Namen vergessen, ihr habt vergessen, dass ihr überhaupt Karate macht. Ich mach sogar auch Judo, er macht sogar echt gut Kobudo. Also, da vergisst man einfach alles wegen der Angst. Ich meine, wenn ich irgendwas mache, da ist er wütend. Ich meine, hat er Messer dabei? Was will er überhaupt? Wie skrupellos ist er eigentlich? Das weiß man einfach nicht. Ich meine, am besten mal vermeidet natürlich den Kampf, so gut es geht. Gut, man muss ja nicht irgendwie, wie soll ich sagen, losweinen und irgendwie seine Füße küssen, das muss er nicht. Einfach die Geldbörse hinschmeißen und abhauen. Also wenn er wirklich Geld möchte, zum Beispiel euch bedroht mit einer Waffe oder einem Messer, dann doch lieber Geld geben. Aber es muss auch, man muss auch darüber reden. So, was passiert auf der Straße? Wo fängt Selbstverteidigung an? Das ist das Thema unseres nächsten Blogs. Okay. Blogs, okay. Vlogs oder Blogs. Vlogs. Videos, einfach Videos. Okay, das sieht natürlich alles professionell aus. Okay, gut, na dann, vorbei, oder? Vorbei. Okay. Na dann. Sayonara. Sayonara. So, ganz professionell. Tschüss.